Also ich finde, da tut sich nicht viel, wie schnell der aufgegangen ist. Die Linie verschlechtert, Bizeps auch noch. Leck mich am Arsch. Jetzt ist es eine Angle, also eigentlich eine Winkel Variation. Winkel Variation, Digga. Wir arbeiten nur in die unteren 20% der ganzen Kontraktion. Junge, das ist mehr Wissenschaft gerade als bei Browser. Wenn du so weiter wächst wie bisher, muss man erst einmal schauen, was hängen bleibt, wenn ich in die Diät reingehe. Digga, der würde, glaube ich, weiter wachsen bis an die 145 Kilo. Alles offen, würde ich sagen. Offen, offen. Er würde sogar reinpassen in die Open. Manche sagen nein, auf keinen Fall. Guten Morgen, Gunaydin Jindobre, liebe Freunde. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Nur diese verdammte die beiden Mutanten. Tim Budesheim und Fabian Mayer haben bereits zusammen trainiert. Das ganze Video haben wir uns im Livestream reingezogen. Die sollen sich hinten anstellen, die kleinen Jungs, und die Fresse halten. Ein Posing-Vergleich. Guck mal, die Arme sind total dünn. Viel Spaß mit dem Video. Let's go mit der Reaction, Freunde. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute darf ich das Intro machen. Ich bin zu Gast hier in Österreich. Zu meiner Linken, Fabian Mayer. Ja, einen wunderschönen. Ja. Ja, einfach, Tim sieht neben Fabian aus wie der Classic-Physik-Athlet. Ja, wir haben nämlich vor 3 Tagen schon trainiert. Das Video gibt's auf dem Kanal von Fabian zu sehen. Ich habe jetzt 3 Tage lang ja, den Nenz gemacht, sagt man auf Deutsch. Wie sagt man das hier? Rest, Pause. Rest, Rest sagt man in Österreich. Ich denke, es ist Pause. Ja, nicht? Was ist mein Heider? Gar nichts. Also ich habe 3 Tage Urlaub gemacht und jetzt auf dem Rückweg habe ich gesagt, Fabi, komm, lass uns nochmal trainieren. Das hat mir so einen Spaß gemacht mit seinem neuen Trainingssystem. Er ist da wirklich auch ganz straight und schaut genau, welche Übungen, welche Sätze, wie viel Pause. Und ja, das machen wir heute mal mit. War damals, als Fabi in Prep war, wo ich ihn besucht habe, genauso. Also der ist da wirklich sehr penibel, was das angeht. Der verfolgt komplett seinen Trainingsplan, egal ob da jetzt ein Videodreh ist oder nicht. Wollt mal nach. Was ja aber auch natürlich in der Prep auch so sein sollte. Ne? Da sollte man nicht wegen einem Videodreh auf einmal sein Training umstellen oder leichter trainieren oder irgendwie Experimente machen. Das ist Käse. Ich gebe mich heute in deine SST-Hände. Freut mich und, sehr. Ja, was das genau bedeutet, sein neues Trainingssystem und SST, was SST bedeutet, das erfahrt ihr im Laufe des Videos. Also den Rücken in dieser Woche und enden dann am Schluss mit Bizeps. Wir haben gepaart ein bisschen Top-Back-Off-Set-Prinzipien, so wie man es eigentlich kennt, aber genauso SST ist auch mit bei der. Und okay. Das wird richtig geil. Also Freunde, SST ist eine Intensitätstechnik, die Patrick Thur, bei dem ist ja der Fabian Mayer jetzt im Coaching, die wendet er bei seinen Athleten sehr, sehr gerne an. Ne? Und wir gucken jetzt, wie das Ganze ausschaut. Ich versuche immer, den Oberkörper nach vorne zu lassen, mich vorne festzuhalten. Wichtig ist, da unten, der kann ruhig rund sein, der untere muss gerade sein. Wenn der gerade ist, ich bin nach vorne lässt, hast du dazu viel mehr Stretch im Beinbeuger noch drin. Alter, ist der Sound ein bisschen Käse hier, ich verstehe gar nicht, was er sagt. Zweite Übung auch wieder Top-Backup-Set-Prinzip. Zweite Übung normaler Top-Set und der zweite Set. Ich fange gerade tatsächlich mein Beintraining genauso an. Also erste Übung Beinbeuger sitzen, zweite Übung Beinbeuger liegend. Aber vorher mache ich immer Adduktor. Aber so, das erinnert mich gerade auch an mein Training gerade. Das ist noch ein SST. Man sieht und man sieht es eigentlich jetzt von Anfang an weg. Sarcoplasma Stimulating Training. Ziel, so tief wie möglich in die Muskelfasern einzudringen. SST begleitet einen, SST ist so ein Top, nochmal der extra metabolische Reiz, aber es ist nicht nur durchgehend SST. Worauf wird speziell beim SST-Prinzip geachtet? Kurze Satzpausen, um einen spezifischen Trainingsreiz zu erzeugen. Gewicht wird nach und nach reduziert mit Fokus auf das Muskelversagen. Freunde, jetzt wisst ihr Bescheid. Ne? Ich würde sagen, so wie wir jetzt trainieren, einzig wie das Beste aus allen Welten. Top-Back-Off-Set natürlich genauso. Wir versuchen stärker zu werden. Gerade in der Diät versuchen wir dann auch die Kraft zu halten, aber jetzt... Eine langsame Übungsausführung. Ja, und die exzentrische... ja, Freunde, ja. Probiert's aus. Macht's nach. Es knallt. Jetzt, wo ordentlich Power da ist, wo ordentlich Soft da ist, wo wir ordentlich im Futter stehen. Und da schauen wir, dass mein Körper ordentlich stresst und neue Reize setzen. Man kann so übersetzt sagen, das beste Trainingssystem ist das Hybrid-System. Wenn man so weiß, wann man was für sich anwenden kann. Das ist so.
ich weiß, was Tim gerade meint und ich gebe dem da vollkommen recht. Also wirklich ein Mix aus Intensitätstechniken, Volumen und. Ja, da kann man wirklich mit der Zeit, wenn man seinen Körper gut kennt, kann man damit schon echt gute Erfolge erzielen und sich da so einen richtig geilen Plan raus selber konzipieren. Easy. Das ist, glaube ich, das Beste. Komm, Schneewittchen. So, zweiter Satz wird jetzt speziell. Als erster ist das T-System. Wir arbeiten eigentlich mit verschiedenen Geschichten wie Contraction Variation, so wie du es beim Bizeps gesehen hast, wo wir die exzentrische kontrollieren, die konzentrische. Wir haben Cluster-Sätze drin, wir haben Drop-Sätze drin und jetzt ist es eine Angle, also eigentlich eine Winkel Variation. Wir fangen an. Winkel Variation, Digga, krass. Der erste Satz ist 10 Wiederholungen super schwer, aber nur 20% von der vollständigen Bewegung. Das heißt, wir arbeiten nur in die unteren 20% der ganzen Kontraktion. Das heißt, das ist nur. Boah, Junge, das ist mehr Wissenschaft gerade als bei Brosep, Digga, alle Episoden zusammen. Minimale Bewegung, aber super, super schwer dafür. Machen wir 10 Sekunden Pause, 10 normale Wiederholungen mit 20-30% weniger. Und 3 Mayo-Raps macht der, glaube ich, auch noch. Das heißt, wir droppen 20-30%, machen 10 normale Raps. 20-30%, Freunde, an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, denn wir haben aktuell 20% auf alle Vitalstoffe, unter anderem beispielsweise auch auf dieses wunderschöne Kollagen, Peptides oder beispielsweise, wo habe ich ihn hier? Den Athlete Stack, ein Multivitaminprodukt. Sehr geil, könnt ihr euch aktuell 20% sichern, 10% auf alles andere, 20% auf alle Vitalstoffe und auch bei OAs 10% mit dem Code William ebenfalls. Ja, wir haben einen guten Restock bekommen, ein paar geile Teile sind wieder auf Lager, also unbedingt abchecken. Links wie immer alle in der Videobeschreibung. Vielen Dank für euren Support und weiter geht's mit dem Video, Freunde. Wieder 10 Sekunden Pause und dann haben wir 5-6 super slow Reps. Also mit 5 Sekunden exzentrisch, 5 Sekunden konzentrisch, okay. Und dann sind wir durch hier. Aber man sieht, bei SST spielt die Time Under Tension eine wesentliche Rolle. Ja. Wir erzeugen sehr viel Stress durch schon sehr, sehr lange intensive Sätze, die teilweise je nach Ausführung 3,5 Minuten dauern können. Und das wird jetzt einer davon. Das ist ekelhaft, so lange Sätze. Da schießt du dich komplett aus dem Leben mit. Dich knackig sein soll. Schon hochwissenschaftlich hier, ne? Wir müssten ein Bild vom Brosep reintun. Also hier hat man es gesehen, der Bewegungsablauf ist wirklich nur minimal, ne? Aber halt konstant auf Spannung. Ungewohnt, aber total geil. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, das soll jeder mal probieren, nur mit diesen 20%, 30% Winkel. Ja. Auch beim Beinstrecker, mega geil, Alter. Und Brustpresse, beispielsweise Smith Machine, also Multipresse, wenn ihr da so Schrägbank macht oder Flachbank auch für die Brust und am Ende so halbe Wiederholung rausknallt, das pumpt nochmal richtig eure Brust auf. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Das kontrahierst du nur den Ansatz? Ja, nur der Ansatz. Nur der Ansatz wird kontrolliert. Und so sieht es ganz woanders. Kontrahiert, wollte ich sagen. Ja. Dann machst du kurz Pause und dann machst du den kompletten Range an. Geil. Da brauchst du aber auch einen Trainingspartner für, finde ich, ne? Hey, Junge, ist der massiv geworden, Junge. Was hat der für einen Unterkörper? Das sieht aus wie ein richtiger Klotz. Wahnsinn. Aber heute
heute sieht man es wieder und ich sage es so gerne in jedem Video. Der Marathon läuft vor unter die Bäume. Der Team geht Bergsteigen, der Team bloß 3-4 Minuten Sätze gnadenlos durch. Ah ja. Einfach geil. Hauptsache macht Spaß, gell? Das ist das Wichtigste. Oh, richtig geile Oldschool-Hanteln. Erinnere mich gerade an GTA San Andreas, wenn die noch verchromt werden. Was erwartest du dieses Jahr? Ja, wie immer halt verbessern. Ja. Das ist immer das Erste so, persönlich verbessern. Meine alte Wettkampfhärte auf die Bühne bringen, wo ich mich auch wohl fühle, ja, am wohlsten fühle, und dann Wettkampf zu gewinnen. Ne? Ja. Dann Tim, wenn, falls du das Video siehst, nicht nur Form verbessern, sondern bitte Präsentation auch unbedingt verbessern. Denn das wird dir einige Steine, was für einige Steine, sagt man das so? Das wird dir einige Steine in den Weg legen. Doch, Digga, war doch richtig, ja. Ja, Tim, weißt du Bescheid, räum die Steine weg, arbeite an deiner Präsentation. Open Bodybuilding. Wenn du so weiter wächst wie bisher, muss man erst einmal schauen, was hängen bleibt, wenn ich in die Diät reingehe. Ja. Ich denke, aber der hat ja nicht mehr aufgehört zu wachsen. Ich glaube, wenn er länger noch mal so viel Food Intake bekommen hätte, also so viel Essen, ja, vielleicht noch am Stoff ein bisschen verändern, Digga, der würde, glaube ich, weiter wachsen bis an die 145 Kilo. Fabian, ich denke mal, er wird limitiert durch dieses Classic. Ich glaube, also was an Muskulatur angeht, ich glaube, da ist noch viel, viel mehr möglich bei ihm. Das hat man ja jetzt gemerkt, Alter, wie schnell der aufgegangen ist. Interessantes Thema auf jeden Fall. Manche sagen ja, er würde sogar reinpassen in die Open, manche sagen nein, auf keinen Fall. Es wäre ein spannendes Ding, auf jeden Fall, Freunde. Er wird mehr übrig bleiben, als mit Classic Limit ist. Das liegt bei 112 Kilo, ich stehe heute hier mit 134. Oh, das heißt, da muss schon gewaltig was runter. Ja. Also 15 Kilo sind immer gleich mal weg, aber 22 Kilo, das ist eine andere Hausnummer. Ja. Ich sage mal, dieses Jahr wird man mich definitiv in der Classic sehen. Da habe ich ganz ehrlich, da habe ich Rechnung offen. Da habe ich einfach nicht den Look gebraucht, den sich mein Sportlerherz ersehnt hat. Ja. Diese Rechnung, die möchte ich begleichen. Und dann schauen wir, wo dieser alte Kadaver hinwächst. Also, man hört es. Alles offen, würde ich sagen. Offen, offen. Adduktor und Abduktor haben wir jetzt im Supersatz. Zwei Sätze, jeweils 12 bis 15 Wiederholungen. Dann sind wir eigentlich so gesehen mit dem Unterkörper durch. 5 Übungen, dann kommen noch 5 für den Oberkörper. Die nächste Übung, es sind eigentlich, ich würde sagen, einarmige Pull-Over-Post. Die Pull-Over hätten wir so. Wir gehen aber jetzt einarmig rein, leicht von schräg oben, haben hier mehr Stretch mit drinnen, und squeezen so rein und schauen. Kann aktivieren erstmal. Genau. Okay, let's go. Arm richtig schön einlassen, Lat gut anspannen und das ist eigentlich voll die Fancy-Übung. Aber ich habe das erste Mal gemacht und ich habe am nächsten Tag die mega Spatzen gehabt. Richtig Muskelfader. Diese Ausführung schon mal gemacht sind? Ähnlich. Sieht halt ein bisschen fancy aus so. Ne? Ich habe feststellen müssen, wohl oder übel, dass auch solche Übungen notwendig sind. Ganz ehrlich, ein Anfänger würde es nicht haben. Ein Anfänger braucht Masse. Ja, genau. Das ist Detailarbeit. Wir wissen, wir brauchen beide mehr Latte. Am Ende nur noch gucken, mit welcher Übung kannst du wirklich diesen gezielten, den Muskel gezielt dort treffen, wo die Schwachstelle sich noch befindet. Ne? Das ist nur noch Feintuning am Ende, hat er recht. Ein Anfänger braucht so spezifische Übungen gar nicht. Da reichen Grundübungen. Also kann man ruhig immer was Fancyes einbauen. Habe ich aber auch schon gemacht. Die knallt auf jeden Fall ganz gut, die Übung. Merkst du jedenfalls richtig, die Beine ziehst, bis dahin geht der Latz. Umso härter wird's. Genau, ja. Ja. Und oftmals, wenn du jetzt anfängst, glatt fokussiert zu trainieren, mit einer Ruderübung, ja, dass du den Latt noch gar nicht so richtig spürst. Ja, ne? Tim, Junge, jetzt trainier mal richtig. Red doch nicht hier zwischen den Satz. Was soll das denn? Du wolltest doch gewinnen dieses Jahr. Und hier ist so, wie wenn du den erstmal so mit dem Stift so umreißt. Da ist er. Genau. Und ja, dann geht's los. Ja. Quasi so, ne? Ja, dann los, Junge. Geht doch. Ich finde, den Latt anzusteuern ist mitunter eines der schwersten Dinge, was du machen kannst. Ich habe jahrelang im Latt eigentlich nie getroffen. Und bei mir geht mir genauso. Jetzt tatsächlich viel zu fancy Übungen braucht, um mal zu wissen.
unilaterale Übungen haben das bei mir extrem verbessert, dass ich den Lat spüren konnte. Ne? Also einarmige Übungen. Extrem. Ah, hier ja. Ist er und so fühlt er sich an, ja. Der Freund. Tja. Auch ekelhafter Trainingssplit, Alter. Beinbeuger, dann noch Lat oder Rücken. Komplett, ich weiß ja nicht. Boah, schlimm. Okay, mal schauen, wie das Gewicht ist. Jetzt machen wir 3 Sätze. Nein, Bro, ist gut. Okay. Bizepsübungen, Arme Bizeps Curls am Kabel mit der gebogenen, Reacher Curls bzw. eigentlich Konzentrations Curls. Bizeps auch noch, leg mich am Arsch, Wahnsinn. Und was ein Plan, Digga. Und Hammer Curls mit dem Kabel. Man sieht jetzt einfach, wir haben das Thema da vorher schon gesagt, sehr ungewohnt. Beinbeuger, wo du eigentlich gerne noch mehr machen würdest. Ja. Rücken, jetzt ja. Bizeps. Man muss sagen, ich habe Beinbeuger einen zweiten Tag dabei. Und der Beindog selbst, haut es mal rein in die Kommentare. Vielleicht treffen wir sie mal für Beintraining noch. Das wäre richtig cool. Vielleicht können wir das da durchmachen, weil diese. Ich finde Fabis Bein von der Seite unfassbar stark. Ja, von hinten in der Back Double. Bizeps-Pose. Da geht er ein bisschen unter, aber seitlich ist das Bein unfassbar gut bei Fabian. Das ist sicher das heftigste Training der ganzen Wochen. Aber diesmal gebe ich den Ton vor. Ja, das hast du gefühlt immer gemacht. Ich bin immer gelegen. Das habe ich nie verkraftet, seine Trainings. Geil, Beine mit Tim. Nie wieder Beine mit Tim. Wir haben eigentlich zweimal in der Woche Arm. Das ist zwar mit Bizeps, zwar mit Trizeps und das ist jetzt eigentlich so ein bisschen Feintuning. Feintuning nach dem Beuger für den Rücken und für den Bizeps. Also 3 Übungen noch und dann haben wir es für heute. 3. Ich finde cool, dass Tim sich auf sowas einlässt, dass der das auch versteht und alles, weil eigentlich war Tim für mich auch eher so von der Oldschool-Fraktion und so fancy Scheiß, da steht der glaube ich gar nicht drauf. Aber er macht komplett mit, er macht sich nicht lustig oder irgendwas, finde ich geil. Finde ich cool, dass er sich da so quasi, dass er flexibel ist. So, jetzt wird gepostet oder was? Alter, nur eine Minute, schade. So, Tims Beinchen, ey, Digga, der ist gut massiv geworden, Alter. Wahnsinn. Aber ich finde, die Linie ist bei ihm, es hat sich so extrem schrecklich bei ihm die Linie verschlechtert. Tim ist ein brutaler Athlet, keine Frage. Aber er war früher, ich will nicht sagen, er ist jetzt nicht komplett verbaut. So, die Mitte hier, das ist natürlich bei ihm auf der Bühne immer so ein bisschen so baukastenmäßig, ne, wissen wir auch alle. Aber der hatte früher, schaut euch mal seine Juniorenjahre an, der hatte eine wunderschöne Linie und die geht von Jahr zu Jahr, schwindet die ein wenig. Und das finde ich schade, weil Tim ist ein geiler Athlet, ich würde ihn mir gerne vorne wünschen, auf jeden Fall. Auch mal eines Tages eventuell bei der Olympia, aber das ist halt, das ist scheiße. So. Krass, Alter. Beide völlig im Aufbau. Beide auf Masse. Guckt euch das mal an. Tim noch hier schön mit der Brustbehaarung. Ja, geil. Also, ich finde, da tut sich nicht viel. Also, was, wenn man sagen würde, wenn man jetzt raten müsste, wer ist hier der Open, wer ist der Classic? Klar, okay, würde man sagen, Fabian ist Classic, aber so rein aus diesem Bild, da kann man jetzt nicht viel von entnehmen. Das ist krass. Fabian könnte genauso Open Bodybuilding sein, wenn man ihn nicht kennt, jetzt, würde man sagen. Safe. Hier sieht man halt schon deutlich den Unterschied, ne? Was Torso angeht und alles. Und hier die Classic-Linie kommt hier zum Vorschein. Auch mit der schönen Vakuum, Lat sehr ausgeprägt. Und bei Budesheim, ja, hier muss auf jeden Fall das, was Fabian hat, fehlt ihm quasi, würde ich sagen, in dieser Pose. Extrem. Aber KFA völlig okay für den Aufbau. Bauchmuskeln sichtbar, Teilung in den Beine, sehr gut. Was gibt's denn jetzt bei dir? Mein geliebten
Tank-Ups, so halt mein, wie gesagt, schon oft erwähnt, mein All-in-One-Post-Workout-Supplement. Alles drin, was man braucht, Kohlenhydrate, Proteine, EAAs, Kreatin, Vitamine. Ein Scoop. Nur den Scoop suche ich. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr den Fabian und mich supporten wollt, könnt ihr das tun mit dem Einkauf bei ESN.com mit dem Code ClassyFM. So, für den Fabian, wenn ihr den supporten möchtet. Wer mich supporten möchte, mein Rabattcode kennt ihr, der heißt Beef. Schreibt gerne Kommentare, was ihr mal sehen wollt, ob ihr Fabian... Das war richtig Fitness 2015 YouTube-Channel. Ob ihr mich nochmal trainieren sehen wollt beim nächsten... Tim Gabel, KLS und Co. Das war noch länger her als 2015. Jetzt mal gebe ich den Takt an. Heute habe ich mich in seine Hände begeben. War ein geiles Training. Und das Coole daran war, es waren genau meine Schwächen. Bizepshöhe, Beinbeuger, Rücken, also Latz. War genau meine Schwächen. Deswegen hat es super gepasst. Und ja, mit Fabi zu trainieren ist always good. Macht immer Spaß. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war's, Freunde, mit dem Video. Schade, ich habe mir tatsächlich ein, ich dachte, es ist ein Posing-Vergleich, ein Posing-Mittel, aber es war tatsächlich ein reines Trainingsvideo mit ein paar kleinen Posen. Beide brutal in Form. Für den Aufbau ist es echt mega krass. Ich bin gespannt, wann jetzt die Diät für beide anfängt. Ja, vor allem für Fabian jetzt. Er braucht ja nur die Mr. Olympia-Qualifikation und muss sich einen Sieg sichern auf einem Profi-Wettkampf, damit er überhaupt mitmachen kann dieses Jahr, und da freue ich mich besonders drauf, ne? Wieder auf die Prep, auf die Form von Fabian, wie die am Ende ausschauen wird. Haut auf jeden Fall wie immer eure Meinung in die Kommentare, Freunde. Links wie immer in der Videobeschreibung, und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.